Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Ein Licht in der Dunkelheit. Heute möchten wir uns ein paar Gedanken über Kolosser 2 machen. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Dieser Text wird heute von der Mehrheit der Christen dazu benutzt, um zu sagen, dass man doch alles essen kann. Wie sieht es mit dem Schwein aus? Ist das Schwein im Jahr 2020 gesünder geworden? Sollten wir nicht, wie in 3. Mose 11 geschrieben steht, uns davon fernhalten und die Regeln beachten, wenn es um den Verzehr von Fleisch geht? Schauen wir uns mal die Geschichte in Lukas 8 an. Du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten, ich bitte dich, quäle mich nicht. Wie heißt du? Legion. Willst du uns austreiben? Lass uns in die Herdesäue fahren. Wohin ließ Jesus die Dämonen hineinfahren? In die Schweine, oder? Warum wohl in die Schweine und nicht woanders hin? Vielleicht aus dem Grund, dass Jesus gar nicht wollte, dass man diese Tiere hält, um sie dann zu essen. Bei dieser Begebenheit wollte Jesus den Menschen dort aus dieser Gegend zwei Dinge zeigen. Erstens, er hat diesen unreinen Besessenen von diesen Dämonen befreit und zweitens, zeigte er ihnen das, was eigentlich unrein ist. Der Verzehr von Schweinen. Wie haben die Besitzer daraufhin reagiert? Sie baten Jesus, die Stadt zu verlassen, weil ihnen der Verlust der Schweine mehr bedeutete als die Tatsache, dass Jesus den Besessenen befreit hatte. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel in Matthäus 7 an. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Es ist interessant zu sehen, welche beiden Tiere Jesus hier als Beispiel für unreine Tiere benutzt, den Hund und das Schwein. Doch worum geht es hier in diesem Text letztendlich? Um Menschen, die die Botschaft nicht annehmen wollten.
Jesus benutzt hier das Symbol der Unreinheit, um zu zeigen, dass sie Übertreter des Gesetzes sind. Der Hund und das Schwein als Symbol für das Übertreten des Gesetzes. Viele Christen glauben, dass mit Jesu Opfer am Kreuz all diese Vorschriften bezüglich rein und unrein nun aufgehoben sind. Dass dies nichts mehr mit Heiligung zu tun hat oder dass Gott sie als ein besonderes Volk von dem, was nicht heilig ist, absondern möchte. In 1. Petrus 1 lesen wir: Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus und auch Paulus haben in ihren Briefen kontinuierlich darüber gesprochen, dass Gottes Volk heilig sein soll und nicht unrein. Ein vielgebrauchter Bibeltext, um aufzuzeigen, dass Speisen, welche zuvor als unrein galten, nun aber rein sind, ist die Vision, die Gott Petrus gegeben hatte. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes, leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal, und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer, von Cornelius gesandt, nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus,
der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir. Und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Was ist die Reaktion von Petrus in Vers 14 in dieser Vision, nachdem eine Stimme zu ihm sprach: Steh auf, Petrus, schlachte und iss? Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. In Vers 17 lesen wir dann, dass Petrus ganz ungewiss war, was dieses Gesicht zu bedeuten hat. Wollte Gott damit Petrus wirklich zeigen, dass Speisen, die vorher als unrein gegolten haben, nun rein oder essbar sind? Nach dieser Vision wurde Petrus von drei abgesandten Männern zum Haus des Cornelius gerufen. Cornelius war kein Israelit, sondern ein Heide, aber dennoch gläubig. Er glaubte an den Gott der Bibel, aber hatte noch nicht alles verstanden. Deshalb ließ er nach Petrus fragen, so wie es Gott ihm aufgetragen hatte. In den Versen 34 und 35 lesen wir, dass Petrus nun verstand, was Gott ihm durch diese Vision zeigen wollte, nämlich, dass er keinen Menschen unrein nennen soll. Schlussfolgend sind Speisevorschriften hier gar kein Thema. Zur Offenbarung 18,2 gibt es noch einen weiteren interessanten Gedanken. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen! Gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Gott spricht hier im Kontext vom Papsttum. Weiter lesen wir dort von unreinen und verhassten Vögeln. Warum benutzt Gott hier dieses Beispiel von unreinen und verhassten Vögeln? Wie wir ja wissen, ist Gott unveränderlich. Kann es sein, dass Gott dieses Bild von der Unreinheit der Tiere benutzt, um die Boshaftigkeit aufzuzeigen? Dass etwas, was auch schon damals unrein und boshaft war, Gott heute immer noch als unrein ansieht? Dieser Vers in Offenbarung 18 ist eine Symbolik für Dämonen und das Bild, welches Gott hier benutzt, würde keinen Sinn ergeben, wenn es keinen Unterschied mehr gäbe zwischen rein und unrein. Das Gleiche sehen wir in Offenbarung 16,13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Hier lesen wir von unreinen Geistern gleich Fröschen. Auch hier wieder ein unreines Tier, um etwas zu beschreiben, was unrein, boshaft und dämonisch ist. Jesaja 66, 15 bis 17 beschreibt im Kontext zu der Wiederkunft Christi, dass das Essen von unreinen Tieren verdammungswürdig ist. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten. Und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und einer anderen nachlaufen, inmitten derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen, alle zusammen sollen sie weggerafft werden, spricht der Herr. In 1. Korinther 9,25 gibt uns Paulus ein ganz wichtiges Prinzip mit, wenn es um den Kampf und Lohn eines Dieners des Herrn geht. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Schauen wir uns mal Matthäus 15,11 an. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Viele Christen nehmen diesen Text und sagen, dass Jesus hier sagt, dass wir essen können, was wir wollen. Wenn wir aber lernen, die Bibel im Kontext zu lesen,
dann verstehen wir, dass es Jesus hier um etwas anderes geht. Die Pharisäer stellten die Frage auf: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Jesus antwortet ihnen darauf mit einer Gegenfrage. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Jesus wollte eigentlich aufzeigen, dass es hier um die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer geht, um ihre eigenen Regeln und Gebräuche. Wer sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, galt als unrein und sündig. Die Frage ist hier nicht, was darf ich essen und was darf ich nicht essen. Im Grunde genommen hat diese Geschichte nichts mit dem Essen zu tun. Sie steht zwar im Kontext von Ernährung, jedoch wollte Jesus anhand dieses Beispiels mit dem Essen den Pharisäern aufzeigen: Seht, eure Selbstgerechtigkeit. Dies wird in den Versen 16 bis 20 nochmals deutlich. Jesus aber sprach: Seid denn auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken: Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Was Jesus hier in diesem Punkt anspricht, finden wir auch in Jeremia 17,9, nämlich, dass wir mit einer gefallenen Natur, mit einem bösen Herzen geboren werden. Es geht gar nicht um die Frage, ob das, was wir essen, uns heilig macht oder nicht, sondern ob wir in Harmonie mit Gottes Gesetz leben möchten. Abschließend nochmal zurück zu Kolosser 2, 14 bis 16. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Viele Christen benutzen diesen Text, um zu sagen, dass Jesus all dies ans Kreuz genagelt hat. Es spielt keine Rolle, wann wir den Sabbat halten oder was wir essen und trinken. Jedoch der Fehler, der hier gemacht wird, ist, dass Paulus hier vom Zeremonialgesetz spricht, wenn es um Speisen, Trinken und selbst den Sabbat geht. Zur Erklärung lesen wir im Kontext zum Zeremonialgesetz 3. Mose 23, Vers 37. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Paulus spricht in Kolosser 2, 14 bis 17 vom Zeremonialgesetz, welches ans Kreuz geheftet wurde. Die Speise- und Trankopfer und die Festsabbate wurden ans Kreuz genagelt, weil Jesus jetzt im Allerheiligsten ist. Leider will das heute nicht wahrgenommen werden. Noch zur Vervollständigung bezüglich des Sabbats: in 3. Mose 23 werden ab Vers 4 die 7 Festsabbate aufgezählt, zu denen auch das Passa und das Pfingstfest gehören. Es waren also Sabbatfeste gewesen, die an das Zeremonialgesetz gebunden waren und hatten nichts mit dem Moralgesetz, den 10 Geboten, zu tun. Es wird hier nicht vom Sabbat des 4. Gebotes gesprochen, denn Gott hat den Sabbat nicht ans Kreuz geheftet. Leider gibt es viele, die diese beiden Systeme, Zeremonialgesetz und Moralgesetz, miteinander vermischen. Im Eigentlichen waren dies alles Symbole, die auf das Opfer Jesu und sein Priestertum hinwiesen. Zum Schluss noch eine Gegenüberstellung.
Meine Lieben, möge Gott uns wachsen lassen in der Erkenntnis der Schrift. Ich wünsche euch Gottes Segen und alles Gute.